Mit Part 11 befinden wir uns im dritten Dungeon hier bei Cadence of Hyrule. Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet. Es freut mich sehr. Oh, erstmal Beinschienen. Sehr schön, rüsten wir uns erstmal ein bisschen grundmäßig aus, ne? Wer könnte hier nur der Boss sein? Dieses Symbol da oben macht mir ein bisschen Angst. Okay, aber erstmal, wui. So, gehen wir erstmal gucken. Da haben wir die olle Tür, ist ja klar. Und hier haben wir, hier ist voll der Sturm, Mann. Da komme ich gar nicht hin. Müssen wir alles irgendwie abschalten. Na gut, okay, aber dafür dann bestimmt die Dinger hier an. Also nehmen wir uns alle Tiere mit, was wir hier finden. Let's go! So. Vielleicht der Kompass gleich nochmal. Yeah, Kompass! Wer sind alle Teleporter? Einfach durchbuddeln. Jawoll! Wow! Ich bin verwirrt. Wow! So. Komischer Elektromagus. Oh, ist ja der Typ wieder mit dem Herzteil vielleicht? Obwohl, ich würde dann ganz Herzteil lieber. Ja, er hat echt eins. Was ist denn mit ihm, Alter? Yeah! Neuer Herzcontainer voll. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin, aber meine Ware sind doch da. Das sind als andere Waren. Badabadam. So, guck mal, hier haben wir auch so ein Windding. Boah, ich explodiert erstmal. Noch eine Truhe. Sehr schön. Ring des Charismas, das heißt sehr schön, ich habe zu spät. Wow. Ah, guck mal, die Dinger kann man verschieben und einfach. Wow! Hat er mich einfach wegteleportiert? Die können mich wegteleportieren, die olden Viecher. Okay, dann passt mal auf. Oh. Alter, kannst du einfach erschwachen, Alter. Einfach was einfach alle nacheinander platt gemacht. So. Keine Chance. Oh, ich kann nicht überall buddeln. Oh, Bosswurm. So, den schön wegballern. Wow. So. Kusche Mami, Alter, schon richtig so eine grüne Mumie einfach. So, erledigt. Bams. Das ganze Geld, Mann. Ich krieg einfach so viel. Oh, guck mal, hier ist irgendwas komisch in der Wand, irgendwas. Hier war es in der Wand. Aha, okay, das sind einfach Deckengrabscher oder. Ne, keine Ahnung, wie die heißen. Schlüsselteam. Da muss aufpassen, wir sind auch Grabscher jetzt. Die wollen einfach nur grabschen. So, der Teleporter, wo bringt der mich hin nochmal? Zu, einfach hier unten, okay. Wenigstens immer im selben Raum. Okay, der Witz macht der Damage oder verwirrt er mich echt nur? Yeah! Verdammt. Er hat einfach abgeblockt. Toll, wenn ich mich nicht bewege, bewegen die sich ohne. Toll. Fies. So, der normale hier schön killen. Alle nacheinander. Geil. So, und du auch. Fledermaus Elektro, hau ab. So, okay. Sehr schön. So, die Dinger, die kann man hier schieben, die Dinger. Ist natürlich cool. So, schön weggeschoben. Die. Aber ich komme leider. Okay, doch. Nächster Bußraum. Ah, die schieben sich ja gegenseitig. Wow! Was soll das denn? So. Oh, platt gemacht. Und eine schöne Schaufel. So, plus Schaden. Sehr schön, warum nicht? Komm, ich hab hier soweit alles. Let's go. Weiter geht's. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay, erstmal hier einfach eine normale Truhe. Vielleicht mit der Karte? Wähle! Kriegstrommel oder Eispfeile? Leute, es gibt bloß noch zwei Gegenstände aus Dungeons. Ja, wir sind jetzt im dritten, es gibt noch einen. Dann will ich jetzt aber die Kriegstrommel nehmen, ne? Yeah! Die Tasten zumeißen, nutze sie, um einen Beat auszusetzen und deinen Angriff auf den nächsten Beat zu verstärken. Ah, cool. So. Alles klar, an, aus. Sehr schön. So, wartet mal, ich muss mal kurz. Ich glaube, ich kann ja das Feuer anzünden, oder? Vielleicht bringt das ja irgendwas. Nee, leider doch nicht, verdammt. Ich dachte. Aber ich kann hier erstmal hingehen. So. Oh, geile Boots. Warte mal, welche Boots bringen hier mehr? Die haben hier 0,5. Die haben plus 1 Schaden. Ja, der Damage. Aber der Damage muss ballern. So. Okay. Dann jetzt hier lang. Hier finden wir bestimmt dann die Karte und den großen Schlüssel. Ich brauche die Karte halt nur, ne? Können wir so einen alten Deckenkrabscher. Hups, verarscht. So.
Wow, ey, du kleines Vieh. Boinks, so, boinks, boinks. Aua, das tat weh. So weh. Wow, boinks. Abgeblockt. Dude, da sind richtig viele Leute da unten drin. Hilfe. Wow, wow, so. Okay. Ja, hey, was haben wir denn da? Okay, ein Rapier. Ja, will ich aber nicht. Wartet mal. Nee, 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 ist schön, aber nö. So. Ich liebe den Distance-Hit so sehr. So. Also will ich auf den Sack gehen, ey. Die folgen mir mal so blöd. So, dann lass ich die Dinge mal kurz nach unten pusten. So, oh je. Wow, wow. So, okay. So, und tschüss, Mann. Okay, haben wir wieder den Laden. Gleich mal reingucken. Vielleicht hat er einen Ring oder so. Den kann ich jetzt brauchen. Er hat einen Schlüsselkey. Na gut, her damit. Schaufel geht noch. Hauen Sie bloß mal ab. Ja, das ist der Schlüssel. Nee, und ein Schlüssel in der Wand, alles klar. Die Karte. Okay. Schön wegschieben die allen Trottel. So, hier haben wir noch so eine Elektroqualle. Aua, dachte echt, die hört auf. Cool, dann können die aber auch nicht vorbei da, oder? Kann das sein? So. Oh, das ist alles voller Gegner, ey. Die muss ich alle platt machen. Ich muss die alle rauslocken. Geld, danke, Mann. So, hups. Wow, wow. Wie der Dicke alle blockiert. Oh, Mist, Mats. So, okay. Points, zack. So. Komm runter. Wow. Ich meine sogar meinen Stoß nehmen können. Okay, lass erstmal eine Runde rauskommen. Der braucht hier ein bisschen länger. Keine Ahnung warum. So. Bisschen Energie. Das ist hier nichts. Hab jetzt keine Wahrheitsfackel dabei, ne? Könnte immer irgendwas sein. So, keine Angst für den Herzen, Leute. Ich habe zwei Feen dabei. Und sogar ein rotes Elixier. Was mich in der Not komplett heilt. Dann geh erstmal hier lang. Boah, hier geht's richtig ab. Schild fallen lassen und umgebracht. So. Upsala. Zack, zack. So. Und Herz hin. Wow, wow, hau ab. Die euren Elektrobücher, ich nutze einfach Bogen. Aua, hey. So. Schlüssel Kien, Kleiner. Ha, wo ist der große Schlüssel? Da war noch so ein Wallhack-Typen, wartet mal. Wallhack-Typ. Ding, ding, bum, bum. Mann, da ist ja noch so ein Mage. Hau doch mal ab, ey. Du nervst. Oder komm, wie ich so sitze, wieder angreifen kann. Wow. Boinks, boinks, dim. So. Haben wir jetzt. Na, der Händler ist okay, aber hier unten haben wir noch den nächsten Raum mit Schlüssel. Hier sind noch mehr. Okay, kommt alle her. Ja. Voll geil. Batzack. Okay. Warum gibt es hier so viele Räume, wo einfach nur Gegner drin sind? Kann ja immer sein, dass hier irgendwas Geiles ist, ne? Aber ich glaube nicht. So. Auf zum Türrahmen. Ich glaube, das ist hier alles jetzt vorbei. Oha. Oh, ich hab echt gerade ein bisschen Schiss, ey, dass das so ein oberkrasser Typ ist, aber er ist tot. Vor allem mit den ganzen Lücken und so, richtiger Mini-Boss. Okay, was soll das jetzt hier? Hier sind überall Falltüren. Okay, sind aber anscheinend mal zu, mal nicht. Nein! Oh, voll fies, Mann. So, jetzt müssen wir wieder zugehen, ne? Yeah, okay. Der Big Key. Leute, wir können durch. Und da ist das Herzteil dieses Dungeons. So. Hups, hups, okay. Wie komme ich da hin? Oh, da muss ich durch, was? Wie soll das denn gehen? Da muss ich ja irgendwie... Ah, wieso? Da muss ich irgendwie richtig... So, warte, hier wieder zu. Hups, hups und hups. Nee, hä? Mann, ich wollte, dass ich genau, wenn es zugeht, dass ich da wieder raufkomme. Oh Gott, wie soll das denn gehen? Wartet mal. Ich kann aber auch springen, ne? So. Boah! Nee, okay, ich muss ganz genau, wenn es wieder aufgeht. Eins, zwei, drei... 4, 5. Okay, beim fünften Zug geht's zu, aber ich hab's sowieso geschafft. So, Herzteil mitgenommen. Puh.
So, okay, dann haben wir jetzt hier was soll ich denn damit jetzt? Jetzt habe ich einfach so ein Ding. Wo soll ich das hinschieben? Okay, ich kann es nur hier hinschieben. Ups. Okay, das war's. Warum kann ich die Fackeln nicht anzünden? Ich würde ja die Fackeln anzünden. Ah, guck mal, so geht's. Cool. Huh. Okay. Aua. Fackeln angezündet, aber irgendwie hat es, glaube ich, nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Vielleicht könnte ja ein Secret sein. Ja, cool, alle Fackeln angezündet, aber nö. So, kurz noch mal gucken, ob ich mich nochmal heilen kann. Und ein bisschen Arm schienen. Ja, ein bisschen mehr Defense, warum nicht? Hups, hups. Da schnappen wir uns den Bus. Hier sieht es auch wieder alles schön aus. Hier alles erkundet, alles gefunden. Vor allem Herzteile, ne? Sehr geil. Kriege noch schön Herzcontainer von dem. Ach, toll. Wow. So, let's go. Dum, dim, dim. Wir kommen. Wer auch immer das jetzt ist. Mal gucken, welcher lustige Wortspielname jetzt wieder mit dem Instrument zustande kommt. Und welches Instrument es überhaupt sein mag. Oh mein Gott, ein Xylophon! Du bist wohl stärker, als du aussiehst. Aber das wird dir gar nichts bringen. Ganon kannst du nicht besiegen. Was, Ganon? Und nun stelle dich meinem dritten Instrument der Macht. Kraft der Blitze! Fahrt in mein Glockenspiel! Achso, okay, oder ein Glockenspiel? Na gut. Glockenspiel. Scheiße. Oh, oh. Oh nein, die ganzen Köpfe, bin ich so stark. Wow. Da kann ich nicht eigentlich, warte mal, kann ich eigentlich abblocken? Okay, nee. Oha. Boah. Okay, jeder Kopf hat hier sein eigenes Teil. Ja, nein, hör auf. Ja, nein. Okay, schön aufpassen. Oh Gott, der Kopf rennt hier auch noch rum. Ernsthaft? Ist ja so wie früher, ne? So, nächster Kopf weg. Ich glaube, um die müssen wir geil kümmern. Und doch, kann ich. Dann sind die Köpfe auch weg. Donnerblitz. Ich habe eine Fee, Leute. Ganz ruhig. So. So, okay. Es ist nur noch der eine Kopf. Der mit seinen Feuerwellen. Ey, früher konnte man die Köpfe ja nicht platt machen. Da muss man damit auskommen, dass die hier auch noch rumeiern. So, uff, so, zack, okay, gelähmt, aber egal. Oh, der Schiff, der kommt ja auch noch auf ihn zu. Fett, sehr schön, jetzt Container, jawoll, und das dritte Instrument der Macht. Das Glockenspiel von Griorg, oder wie der Typ hieß, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der hieß. Der kam auf jeden Fall auch schon in Zelda 1 vor. Perfekto, du hast das Glockenspiel erhalten. Eine mächtige Magie geht von ihm aus. Es könnte dir dabei helfen, Octavo aufzuhalten. Ey, wie er jetzt echt schon Ganon erwähnt hat. Es gibt in dem Spiel Ganon! Oh, oh. Hab ein bisschen Angst, aber was soll's. So, jetzt hat Zelda 2 Dungeons gemacht. Ich finde, es wird wieder Zeit, mal ein bisschen die Characters zu wechseln. So, Link, Alter. Link hat uns richtig krass hier. Alter, cool. Link hat die geile Wirbelattacke, stimmt ja. So, okay, dann, das Ding hier ist auch so voll die coolen Sachen. Uns fehlen gar nicht mehr so viele Gegenstände. Den kennen wir ja auch. Muss ich bloß nochmal neu finden. Jetzt finden wir noch ein Instrument. Ja, dann muss ich jetzt runter zu den Gerudos. Ich hab bloß ein bisschen Bammel. Also ich schätze mal Gerudos, ne? Ich habe jetzt auch gedacht, hier oben sind Koronen, aber nö. So, ist hier alles erledigt. Hier gibt es keine Herzteile mehr. Ich habe hier noch ein Servus hier. Keine Ahnung. Hier frage ich mich immer noch, wie ich hier hochkommen soll. Warte mal, ich gucke mir das nochmal an. Das geht doch irgendwie nicht. Kurz mal gucken, ob die hier was hat. Hallo. Nö. So, immer noch keine Feen benutzt. Und immer noch kein Elixier benutzt. So, hier, ne? Guck mal. Ich hab das schon verstanden, wie ich da hochkommen soll. Das Doof ist halt echt, ich kann ja. So, hüps, hüps. Jetzt brauche ich aber nochmal einen Stein, nochmal hier. Hier oben, sonst komme ich hier nicht hoch. Oder vielleicht einfach. Warte, yeah. Wie komme ich da hoch? Bumerang bringt ja auch nicht wirklich was. Ups, sorry, Huhn. Ich komme auch so wieder ganz schlecht nur hoch, ne? Oh, feine geil. War sonst hier irgendwas drin? Ah, das wurmt mich. Ne, okay, da waren wir schon drin. Das wurmt mich so ein bisschen. Weil ich glaube, ich könnte auch gar nicht
Nee, warte mal, das müsste irgendwie so gehen. Bloß wie? Mit der Feder geht's ja leider nicht. Schwebestiefel ja auch nicht. Der Bumerang fliegt ja dann auch gegen die Wand, schätze ich mal. Oder kann man mit Krabbelminen das Herz irgendwie runterbomben, dass es einfach runterfällt oder so? Keine Ahnung, ne? Nö. Boah, geil. Los, Mann! Nee, okay. Hups, trips. Ja, und jetzt? Das ist irgendwie, das wurmt mich. Was soll ich denn da machen? Andererseits, es fehlen noch drei Items, ne? Ja, drei, sag ich, weil es fehlen vier. Wie gesagt, das hier unten kennen wir schon. Es fehlen noch vier Sachen. Und vielleicht ist es doch was Optionales oder sowas. Was Optionales? Ich meine hier was die ganze Zeit irgendwie hält. Oder irgendwie habe ich meine Waffe hier verloren. Warum habe ich den Raphir verloren? Oh, habe ich den aussehen automatisch eingesetzt oder was? Mann! Ah, ne, das war ja hier ein Breitschwert. Doch, ich habe den Raphir verloren. Toll. Egal. Ey, was ist die ganze Karte aufgedeckt? So, hier finden wir noch ordentlich Herzteile. Hier war auch noch ein Herzteil, wo ich halt... Ja, wo ich halt auch nicht wusste, was soll ich denn da machen? Obwohl, hier kann ich einen Block mehr erstellen. Wartet mal, nehmen wir ihn da mal hin. Da nehmen wir jetzt mal hin. Da kann ich mir einen Block erstellen. Hier kann ich mir auch einen Block erstellen. Aber, ja, das bringt ja halt nichts. Ich kann auf den nicht rauf. Hier, warte mal, hier so. Puh, cool. Nee, dann kann ich einfach nur hier. Zack, freu mich, geil. Jetzt schiebt er den automatisch wieder weg. Toll. Ja, keine Ahnung. Also, mit der Laute schnell zu dem anderen, wo ich hoffe, dass denn der Block, wenn der im Wasser drin ist, als Brücke fungiert. Halt, wo bin ich, wo bin ich? Wo bin ich? Da oben bin ich. Hier. Mal ganz schnell gucken, Leute, mal ganz schnell, ne? Wie ist denn das immer so holen, was man sich glaubt zu wissen, was man holen sich kann? Troll, lass dich mal in Ruhe. Einfach 14 Schlüssel, ey. Wer braucht denn so viele Schlüssel? Außerdem also, weiß ich immer noch nicht, wer hier irgendwie... Ja, wer sich hier denkt von wegen, ey, ich will Deko-Kerne haben, gib mir die mal. Auch noch nicht getroffen. So. Also, ja. So, wenn ich jetzt hier das Ding hier reinschiebe und dann den Block hier mache. Geil. So klappt's. Alles klar. Ne, okay, das Rätsel gelöst. Sehr schön. Ja, bloß mit dem anderen Ding da. Da irgendwie hochkommen ist ein bisschen schlecht. Netzteil gefunden. Ist hier noch irgendwo eins, was man übersehen hat? Nö, ich glaube, die anderen sind alle echt hier unten so. Wo wir noch... Ja, wo wir jetzt halt hin müssen wegen dem nächsten Ding. Ja, und das hier frage ich noch... Ja, kein Plan. Wird sich hoffentlich noch zeigen. So, und hier ist dann der Oberendboss bestimmt. Gehe ich aber mit Absicht noch nicht hin. Dann, ob es in Kakariko was gibt, wenn man das Bogenspiel irgendwie schafft? Obwohl, ich hab's ja geschafft, ne? Wir haben auf jeden Fall in der Wüste noch 1, 2, 3 Herzteile. Ein Viertel ja noch im Dungeon, denn, ne? Na gut. Der nächste Teleporter ist hier. Gehen wir mal hier hin. Und gucken wir die ganze Wüste an. So. Hier unten waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Wow. Voller Typ, ey. Hau doch einfach ab. So, Bams. Ist aber unisch, ne? Laut Karte auch nicht? Nö. Einfach nur so ein freier Raum. Könnte ich wenigstens Diamanten holen? Ich hab bald 100! 100 Diamantenwald! Autsch! Komm, bomben mal den dicken Felsen hier weg. Boom! Voll in die Rand. So. Okay, hier haben wir wieder einen Teleporter. Sehr schön. Voll cool. Zack. Yeah. Zum Teleportieren bin ich bereit. Jederzeit. Wow. So, okay. Und 100 Diamanten. Gibt es dafür irgendwie einen Orden? Nö. So. Okay, erstmal Fackel anmachen. Cool. Was ist das denn hier? Okay, das ist ein Drehschalter. Was tut der? Wartet mal, ich habe... Okay, ich brauche diesen Block da. Wir müssen irgendwie das Feuer umboosten oder was. Wartet mal. Hoppla, du hast einen Charakteraustausch ausgetauscht. Oh, achte auf die Schalter auf dem Boden. Du kannst die verwenden, um zu Charakteren zu wechseln, die gerade am besten geeignet sind. Das ist ja geil. So, dann erstmal kann ich ja den Typen hier umbringen, ne? Zack, vor, bam, so. Muss mal hier lang schwimmen. So, was kann ich denn darüber pusten? Irgendwas Feuer müsste ich darüber ballern. Warte mal, fliegt der Feuerball, wenn ich den Feuerball dahin mache? Ich meine, dafür müsste ich den Charakter nicht wechseln, ne? Vielleicht, so. Ist ja geil, der fliegt da wirklich lang. Ist cool. So. Alles klar. Flup, flup. Haben wir das Ding. Und die Truhe damit auch. So, Alles klar, Salah, du hast aber erstmal genug gemacht, ne? Wir waren ja schon im Dungeon. Oh! Yeah!
das Dekoblatt. Weise es auf dem Inventarfenster zu. Verwende es, um in Blickrichtung einen Windstoß zu entfesseln, der Gegner und Objekte zurückstößt. Ah, vielleicht ist das Rätselslöse mit dem Herzteil. Geil, erstmal das Dekoblatt. Voll cool. Warte mal, die laute Blick mal behalten. Wieso? Okay. Einfach. Okay, ich brauche Ausdauer, aber das sind nicht schlimm, ne? So, neue Pfeile, danke. Ein bisschen Mana, sehr schön. Leute, ich glaube aber, es ist wieder ideal, um den Part zu beenden. Ist wahr, ne? Wir wollen jetzt also in Richtung Wüste gehen, wenn noch einiges entdecken. Wartet mal, noch 2 Herzteile, ein Boss-Herz-Container, dann würden noch 8 Herzteile fehlen, ja? Alter, 8 Herzteile noch. Also, warte mal. Ja, also habe ich hier. Also, ne? Die beiden Herzteile, sage ich mal. So. Dann Herz-Container des Dungeons. Und dann fehlen noch 8 Herzteile. 1. Und halt ja hier oben 2. Ob man da runterpusten kann, ich weiß es nicht. Und dann noch 6 Herzteile. Okay, 1 bestimmt noch im Dungeon. Na, gucken wir uns mal um. Ne? Aber Leute, erst beim nächsten Mal. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.